Um deine Beweglichkeit zu verbessern, braucht es normalerweise viel Zeit und auch regelmäßiges Training. Was aber, wenn ich dir sage, dass es eine Übung aus der Neuroathletik gibt, mit der du innerhalb von Sekunden beweglicher werden kannst, und es hat absolut nichts mit Dehnen zu tun. Im heutigen Video geht es mir um den sogenannten Vagusnerv. Dein Vagusnerv ist der 10. Hirnnerv und verläuft von deinem Hirnstamm über Hals und Brust zu fast allen Organen. Zusätzlich hat seine Stimulation eine parasympathische Wirkung, das heißt, sie wirkt entspannend und stressreduzierend. Obwohl du grundsätzlich jede Bewegung testen könntest, die du verbessern möchtest, verwenden wir heute die Rotation deiner Brustwirbelsäule, denn die Beweglichkeit deiner Brustwirbelsäule ist nicht nur wichtig beim Autofahren, sondern hilft auch Schmerzen im Nacken, im Schulterbereich bzw. in der Lendenwirbelsäule vorzubeugen. Komm für den Test in einen aufrechten Stand, schließ deine Füße, streck deine Arme nach vorne aus und rotiere nach rechts. Komm zur Mitte zurück und rotiere nach links. Wiederhol das Ganze jetzt wieder 4 bis 5 Mal. Schau dann über deine Finger hinweg und merk dir auf beiden Seiten, wie weit du kommst. Lass bewusst deine Schultern unten und du musst dich auch nicht verrenken, um so weit wie möglich nach hinten zu kommen. Jetzt wird's spannend. Komm mit deinem Finger zu deinem Ohr. Und zwar nicht in deinen Gehörgang, sondern eine Ebene darüber. Du hast dort in der Biegung einen kleinen Überhang. Drück ein paar Mal schön sanft in den Bereich bzw. massiere ihn sogar ein bisschen. Als Alternative könntest du auch einen Spitzenreiz verwenden. Allerdings ist es am Anfang am bequemsten, einfach den stumpfen Druck mit deinem Finger auszuüben. Komm dann nochmal in deine ursprüngliche Position und teste noch einmal, wie sehr sich die Bewegung verbessert hat. Falls du jetzt neugierig geworden bist und wissen möchtest, wie dir deine Nerven zu noch mehr Beweglichkeit verhelfen können, dann schau in diesem Video vorbei.